Alter, guck mal deren Rot an. Ich bin nicht da. Das ist so stark alles. Ja, ne? Und die Arena hat auch ein bisschen andere Farben dadurch. Oh nee, ich hab. Hä? Ultra Koll. Mega Koll. Ich bin Tor. Nee, mach den. Nicht mit mir. Als ob. Nicht mit mir. Ich mach den. Long Game. Du hast den gemacht. Oh, fast. Nein, ich dachte nicht, dass sie den noch haben. Der Burnt Rubber ist zu gut. Wow. Oha! Richtig schön aufs Dach. Du bist insane. Noch ganz leicht, genau. Ja, ganz leicht. Richtig leicht. Ganz schade. Ich spiele den genauso zurück. Mach das. Danke. Ja, mach. Bitte, da ist er. Bam! Oh. Eroeox! Oreoeox! Oreo! Oh nein! Ich hab auch gedriftet! Kannst du mal Ball spielen? Nein. Oh, sollen wir mal versuchen? Oh, ein Tor zu schießen, das wäre cool. Dass ich eine ganze Runde lang keinen Ball hitte und einfach nur an den Gegnern. So wie immer? Ja, aber absichtlich diesmal. Oh nein. Achso, jo, das wäre cool. Lol, der geht. Alter. Nicht. Der geht. Nicht. Der geht! Aber der! Nicht. Was? Ja, das muss man auch manchmal mal machen, um die Gegner ein bisschen zu tilten. Weil dann denken die so, oh mein Gott, sind die bad. Und dann schießen wir irgendwann Tore. Ja. Und dann sind die richtig getiltet. Und dann 30 Stück. Oh, da, den hat er nicht. Pass, den hat er. Alter, der... Ich voll... Dann geh ich halt einfach drauf. Umgebracht. Ich hab keinen Boss mehr. Ah. Ich hatte keinen Boss mehr. Pow! Pow! Und jetzt wieder, lass mich! Ja, natürlich lass dich, du warst in der Wand. Mach den. Höp! Geh von der Wand drauf, das ist so easy. Nein, ich will das nicht, das hat keinen Boost mehr. What? Oh. Ich wurde gebumpt. Glaube ich. Also irgendwie ist mein Auto nicht hochgesprungen. Wow! Hab nicht. Er hat ihn auch nicht. Ja, natürlich nicht, ey. Danke, meins. So ein Trumble. Alter, wie wir den Double contestet haben. Zack, du bist. Ja, ich weiß. Wieder perfekt drüber. Ach, dafür kennt man mich. Bin ich da. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, dann machst du einfach den. Mach den! Was? Die machen den jetzt. Ich okay, die passen den uns. Mach du. Danke. Du warst vorne, ich dachte mir so, komm, den gönn ich dir. Das hat dich sonst bis... What the fuck? Ceiling? Alter, wie gut war der? Hä? Phantom Hit des Jahres? Ich bin tot. Der hat sich komplett vorbeige... Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Phantom des Jahrtausends. Lol, wie deren Farbe oben im Chat. Ist das eher ein rosa? Jo. Nein, der... Lol. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass es so hochgeht. Hey, im Chat sieht das fast eher wie so ein rosa aus. Jetzt ist Open, Manu. Passt zu dir. Machen weiter. Ja, ich habe versucht, aber die sind fresh, Manu. Oh. Die sind einfach fresh. Keine Anzeige. Hier, Anzeige ist rein. Oh ja. Verstehst du, das ist ein neues Meme. Nee. Anzeige ist rein. Ja, mach mal Bilder dazu auf Twitter und postet die, danke. Ja. Anzeige ist rein. Und dazu Feuerwehrmänner statt Polizisten. Das wäre so lustig. Das macht gar keinen Sinn. Das funny. Okay. Hallo? Er will das Spiel spielen. Hallo? Warum er will kann das man irgendwer spielen? Von denen den Ball trägt, wieder weggepuncht? Er hat mich gerade geboxt, ne? Er will das Spiel spielen! Hallo, ich wurde gerade geschlagen. Da, das Spiel! Ja, warte, ich geh. Ich brauch Boost, um das Spiel zu spielen. Ich hab hier das Spiel. Da. Pff. Geht doch. Das Spiel wollen sie spielen, dann können sie das Spiel mit uns spielen. Jetzt kann ich endlich mal sagen, was in der heiligen YouTube-Box drin war. Oh, die haben wir mit diesem Tor eröffnet. Simsalabim, Sesam, eröffne dich. Jetzt muss ich mich aber erstmal wieder 2 Minuten konzentrieren, bevor ich weiterreden kann. Ja, ja. Weil jetzt spielen wir weiter. Das Alter, drück mal Tab. Was denn? Hey, die Farbe vom Interface. Alter, wie lange du dich von Farben begeistern kannst, lassen kannst. I'm a simple man. I see colors, I subscribe. Oh. Manu, hast du den? Oh, hab ich. Alter, den hättest du fast nicht langsamer machen können. Okay, ich habe das geöffnet und dann war oben drauf eine Art Jacke, aber so richtig, richtig dick. Also eine dicke Jacke, eine Winterjacke. Ja, die hat jetzt nicht wirklich den Style, den man gerne hätte. Aber natürlich da steht mein Name von drauf. Dir. Ja. Und deswegen hatte sie den Style drauf. Nicht. Ey. Okay. Und was sich unter dieser Jacke verbarg, ist wirklich unfassbar. Aber das erfahrt ihr in der nächsten jetzt leider Runde. In die nächste Runde starten. Ja. Ist übrigens auch für mich, Leute, gerade das erste Mal, dass ich das höre. Also ich bin genauso unbegeistert wie ihr. Nice. Fahrt raus! Was macht er? Oh, der war getildet von dir. Sundberg, der ist bestimmt irgendwie Schwede oder Finne.
Bitte sehr. Warum machst du den jetzt fertig? Geh nicht hin. Sehe das nicht ein, jetzt schon tot zu schießen, ist mir zu früh. Ja, aber ich will wissen, was noch in dem Dings drin war. Oh, bitte so sehr. Verdammt. Leute, das mache ich für euch. Da drunter, unter der Jacke. Da war auch natürlich wieder so ein Brief dabei mit Spitze, Creator, ja toll, 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 super. Ja. Und dann war da drunter ein paar Socken mit YouTube drauf, einmal gerade und einmal mit deinem Namen? Herum. Nee, nur YouTube einfach. Okay. So weiße Socken vor allem. Warum auch immer nicht schwarz. Also, weiße Socken, ich weiß ja nicht. Ja, Amerika halt, ne. Da haben immer noch so Probleme mit Rassismus und so. Nächstes Tor, für was war noch drin? Dann waren da Ohrenstöpsel drin, zum besser reisen. Ah, einfach so Lärmschutzdinger. Falls du auch mal auf Konzert gehen würdest. Ja, oder so. Klar. Oder Kölner Haie. Dann würde ich ja nichts mehr hören. Also richtig hart, so zum Schlafen. Ja, so ja, genau. Im Flugzeug. Genau. Ah, okay. Ja. Dann ein Teil, was ich nicht ganz verstehe, das ist so ein rundes Teil, was irgendwie Rauschen verursacht, um anderen Geräuschen entgegenzuwirken. Ich verstehe es nicht ganz. White Noise Canceller? Nee, nein. Keine Ahnung, ich muss es mir nochmal durchlesen. Kannst du ja, ne, weiß ich nicht, zeigen, schreiben, beschreiben. Also es hat was Rundes und macht es ungefähr so. Ja, denke ich mal, ich habe es nicht angemacht. Also, es ist auch leicht länglich. Nee, einfach nur rund. Okay, also es ist nicht gegen Hysterie. Was? Nee. Das hat auch alles so ein. Das ist alles so zum Reisen. Würde immer noch passen. Oh Mann. Und das letzte? Was war denn das letzte? Ach, eine Maske. Eine keine Maske, sondern eine Pflegemaske halt, weil die dachten, Alter, du stinkst. Alter, wow! 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 Lol, die haben ihn verpasst. Der hat mir gerade ernsthaft verpasst. Also alles danach war so traurig, ne? Der Safe war aber echt Klatsch von ihm. Ja. Alter, das heißt, die wollen, dass du verreist, kann man ja, so sagen. Ja, genau. Ja klar, es ist so eine Art, jetzt mach Urlaub-Zeug. Die haben gesehen, was seit 7 Jahren ununterbrochen hochgeladen. Die denken sich, Alter, get a life. Aber danke fürs Geld, dachten sie sich. Weil wie ihr wisst, YouTube bekommt ja was ab. Und zwar nicht wenig. Das stimmt. Darf man darüber reden? Ja, das ist, also das ist auf jeden Fall ein Fakt, der schon seit Jahrtausenden, also jeder YouTube-Partner hat, glaube ich, eine 55% Okay, dann habe ich es richtig im Kopf. Abgabe. Ich habe auch 55% im Kopf, dass wir 45% kriegen. Und wenn ihr eben im Netzwerk seid, dann nochmal vielleicht weniger. Dann noch was von diesen also 45% gebt ihr auch nochmal was ab und logischerweise Steuern an den deutschen oder ausländischen Staat, falls ihr auf einer Insel wohnt oder so. Ich mach. Soll ich den reinwickeln? Ich hab, lass. Du bist doch eine Schande, wenn er jetzt nicht geht, ne? Fuck. Du bist mal wieder für mich gestorben. Dir vertraue ich nochmal meine YouTube-Box an. Nein. Aber du hast ja auch deinen Fans anvertraut, also auch. Nee. Ach, whatever. Hier, guck nicht einer, der mich guckt. Das stimmt. Tor. Wie ich gewartet habe, hey, warum liegen die nicht? Die beste Vorlage, ne? Aller Zeilen! Ja, Mann. Aber ich, was war das? Mahlzeit, Prosit. Ich weiß sowieso nicht. Also nach deutschem Gesetz darf man oder darf der Arbeitgeber, easy peasy, nicht verbieten, übers Gehalt zu reden. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, also es steht natürlich jedem frei, darüber nicht zu reden. Ja. Aber dein Arbeitgeber kann dir das nicht verbieten, weil damit ja auch verhindert werden könnte, dass der ungerecht bezahlt oder so. Das steht zwar in vielen Verträgen drin, die Klausel gibt es, aber die ist in Deutschland nicht gültig. Alter, wie so. Klaus sich mit Klauseln auskennt, ist einfach nur funny, oder? Oh ja. Fuck. Alter, als ob. Und er macht ihn nicht. Aber. Und winkeln! Jetzt! Aber, aber ich weiß nicht, ob das bei YouTube erlaubt ist. Natürlich müssen sie sich an deutsche Rechtslage halten, aber ich meine. Naja, da ist wieder ein anderer Faktor noch mit rein, nämlich der, dass sie das Recht haben, jederzeit deinen Vertrag einfach ohne Grund zu kündigen. Ja, eben. Und das heißt, sie dürfen dich zwar nicht dafür kündigen, aber dann nehmen die halt irgendeinen anderen vorgeschobenen Grund. Oder die wenn brauchen sie, keinen Grund. Ja gut, dann brauchen die halt keinen Grund. Dann nennen die halt einfach keinen Grund und kündigen dich nicht. Ja, das so. Wollen sie eh nicht. Und kündigen dich, Entschuldigung. So, das wollte ich sagen. Das heißt, dann sagen die einfach, okay, wir kündigen dich nicht deswegen, weil das ist ja gegen deutsches Gesetz, wir kündigen dich einfach so. Und das musst du dann erstmal gegen eine Internetfirma, die in einem anderen Land ist, was eh noch keine Relevanz so im Neuland Deutschland hat, nachweisen, dass er dich deswegen gekündigt hat und dass du wieder eingestellt
dein Konto wieder aufgenommen werden sollen. Du bist so geil. Ja, danke. Also ich meine, ich will es niemals riskieren, wenn ich wüsste, dass YouTube das nicht will. Aber... ja, ja, auf jeden Fall, ich hatte das ja getweetet und die Antworten darunter von anderen YouTubern, Alter. Hatten einer die auch hat so geschrieben, nein, nein, ich weiß nicht, wer die alles bekommen hat, aber einer hat geantwortet, ein Strike ist da drin, ein YouTube-Strike. Dann Fabian Döhler hat geschrieben, da ist ein Kopf drin. Und, in so einem platten Teil, Alter. Was war, ach so, genau, und Dr. Allwissend hat geschrieben, da ist eine Entmonetarisierung drin. Das wäre richtig geil, wenn die so deine Strikes damit liefern würden. So, so deine Kanalterminierung. Du denkst so, what the fuck, kurz vor Weihnachten was von YouTube. Glückwunsch, du hast drei Strikes gleichzeitig bekommen. Der Kanal ist erneut weg, wie vor 10 Jahren. Stimmt, das ist 10. Ja, aber das war zu Silvester, ne? Ja, das war der 31.12.2010. Das ist einfach echt. Ich feier bald Kanalsperrungsjubiläum. Ja, aber dann ist es 9 Jahre, ja, nicht 10. Nee, Moment, stimmt, 9, was laber ich? Wir haben ja 2019, dann haben wir noch 2020. Dann haben wir noch ein Jahr Zeit. Naja, was laber ich? Ich dachte gerade, wir hätten schon 2020. Nee. So lange kenne ich dich noch nicht, das weiß ich. Ich weiß, wow, dass ein Jahr da noch fehlt. Das spüre ich. Echt, das spürst du auch, ja, ich auch. Ist auch geil, wie wir die letzten 4 Minuten habe ich. Keine Ahnung, was ich. Du könntest mich literally fragen, was eins unserer letzten 8 Tore wäre und ich könnte dir das nicht sagen, weil ich überhaupt nicht aufgepasst habe. Ich bin auch voll AFK. Und guck dir doch die Punkte von dem einen an. Junge, das die der auch sogar, selten. Der hat sogar die Flagge von Schweden. Sehe ich jetzt erst, der Sandberg. Ich sag ja, der ist Schwede. Ja, hast du jetzt erst gesehen, na klar. Lass, natürlich. Wow, mach. War ein Witz. Ich hab ultra verkackt. Ich hab den komplett falsch gereadet. Wow, du hast ihn gar nicht gereadet, gibst du. Nee, falsch. Willst du den? Stoß mich! Oh. Nee. Alter, wenn ich sage stoß mich, dann möchte ich, dass du voller Kraft von hinten in mich reinrammst. Nee. Und im Spiel kannst du machen, was du willst. Geil. Okay, das ist aber schon cool. Aber lustig, man könnte ja actually wirklich sagen, das ist so voll das Reisepaket, weil mittlerweile kommen die Firmen ja da drauf, gibt ja genug Studien, die das auch nachweisen, aber das so Benefits für deinen Employee, also für den Arbeitnehmer, Vorzüge sowas wie Urlaub und sowas oder wenn sowas gefördert wird oder ja, schlafen im Büro. Doch, ist schon bei einigen Leuten echt gängig. Ja, es gibt sowas. Es gibt so Räume, die dafür designiert sind und so. Aber auch sowas wie Fitnessstudios und so von der Work. Holy shit. Ja, und irgendein deswegen Land würde das passen. Ist ja auch gerade da dran, ne? Die Stunden, 5-Stunden-Woche oder so wollen die einführen. Was? Vier-Tage-Woche meinst du? Und 4-Tage-Woche. Genau, was? Beides. Okay. Davon habe ich nichts. Microsoft hat in Japan die 4x10-Stunden-Woche statt der 5x8 getestet. Aber was da drauf auf sich hat, Leute, you never know. Das sehen Sie im nächsten Part. Das seht ihr im nächsten Part. Wenn wir vergessen haben, dass wir darüber geredet haben. Aber und ihr nicht. Schau in die Beschreibung, da ist der liebe Manuel verlinkt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.